Ja, die Anschaffungskosten von einem Gegenstand richtig zu ermitteln, insbesondere beim Anlagevermögen, ist natürlich erstmal deshalb wichtig, weil es ja richtig sein muss, unsere Buchhaltung. Aber für uns an der Schule ist es wichtig, weil wir diesen Wert dann später brauchen, um ihn abzuschreiben. Also das ist dann ein Folgeproblem. Die Anschaffungskosten müssen richtig sein, um die Abschreibung richtig zu ermitteln, denn die Anschaffungskosten bilden die Basis für die Abschreibung. Ich mache jetzt hier das Beispiel Fuhrpark und habe hier im linken Bereich nochmal die Kalkulation hingeschrieben, die wir brauchen. Es beginnt immer mit dem Listeneinkaufspreis und davon wird der Rabatt abgezogen. Und man sieht jetzt gleich an dieser Auflistung, nur von dem Listenpreis und nicht von den ganzen Nebenkosten wird der Rabatt abgezogen. Das machen wir bei uns an der Schule einfach auch erstmal der Einfachheit halber so. Wie das dann in der Praxis ausgehandelt wird mit demjenigen, bei dem man es kauft, ist eine andere Frage. Aber bei uns gehen Rabatt und auch Skonto immer nur vom Listeneinkaufspreis ab. Das müssen Sie sich unbedingt merken. Also für Sachen, für Lieferkosten, wenn irgendwas geliefert wird, von der Spedition und für sonstige Nebenkosten, da gibt es bei uns einfach keinen Rabatt und auch kein Skonto. Immer nur von dem Listeneinkaufspreis, bitte. Also, da kommt als erstes der Sofortrabatt, dann kommen wir zu dem Zieleinkaufspreis. Dann gibt es eventuell noch ein Skonto. Skonto kennen Sie, gibt es auch in anderen Videos schon Erklärungen zu. Wird deshalb gewährt, damit Sie einen Anreiz haben, früher zu bezahlen. Danach kommt der Bareinkaufspreis und jetzt kommen noch die ganzen Nebenkosten, die bei so einem Kauf anfallen können. Wir gucken uns gleich an einem relativ großen Beispiel an, welche das sein können beim Auto. Und dann haben wir wirklich die Anschaffungskosten. Also dieses Schema sollten Sie sich merken. Ich muss auch jedes Mal drüber nachdenken. Meine Schüler kennen es schon. Ich überlege mir immer bei einem Marathon, komme ich zuerst ins Ziel und danach gehe ich in die Bar und trinke ein Bier. Also Sie können sich eine Eselsbrücke Ihrer Wahl überlegen, ja. Hauptsache, Sie kennen dieses Kalkulationsschema. Und nochmal. Rabatt und Skonto immer nur vom Listeneinkaufspreis und ganz wichtig beim Skonto auch, den kriegen Sie natürlich nur auf den verminderten Preis, nämlich auf diesen Zieleinkaufspreis. Kein Verkäufer wird Ihnen sagen, pass auf, du kriegst Rabatt und Skonto und den Skonto kriegst du dann von dem oberen Betrag, obwohl du den nie bezahlt hast, weil du ja schon Rabatt bekommen hast. So, jetzt springe ich mal in die Aufgabe und ich habe nicht zu viel versprochen. Sie ist groß, aber sie ist deshalb so groß, weil natürlich alle Fälle da drin enthalten sind. Wir kaufen ein Auto mit einem Listenpreis von 24.000 Euro. Das ist die Grundausstattung. Und Listenpreis zeigt uns auch immer, dass es netto ist. Das Gegenstück dazu ist der Rechnungspreis. Der heißt immer, dass es brutto ist, weil auf der Rechnung steht ja immer der Bruttobetrag. So, jetzt kaufen wir natürlich noch Sonderzubehör. Und das sind für mich jetzt hier die Anschaffungsnebenkosten. Wir kaufen ein Lederlenkrad, 700 Euro, S-Line-Paket. Der Experte weiß auch, um welche Marke es sich handelt. 3.400 Euro, das ist wahrscheinlich sogar zu günstig. Park Distance Control, 900 Euro. Laut Liste ist wieder netto. Ich glaube, ich habe überall netto gemacht. Ein Navi kaufen wir uns rein. 1.200 Euro laut Liste, wieder netto. Werden als Zubehör erworben. Überführung haben wir, das macht das Autohaus. 500 Euro netto stellen sie uns in Rechnung. Ist immer so, auch bei einem Neuwagen, das Auto muss ja von dem Werk, wo es produziert wird, zu ihrem Händler kommen, das kostet Geld. Die Zulassung machen wir jetzt in diesem Fall selbst. Wir gehen also zur Zulassungsstelle, 100 Euro in bar, also das heißt, wir legen das Geld dort auf den Tisch. Weiterhin zahlen wir die Kfz-Steuer, das ist der Jahresbetrag von 430 Euro. Und da der Wagen unbetankt geliefert wurde, muss auch noch Benzin rein, 65 Liter Kraftstoff, 1,35 pro Liter. Und diese Rechnung begleichen wir dann mit EC-Karte. Und mit dem Autohaus verhandeln wir jetzt einen Sofortrabatt. Und Sie merken schon, ins Konto gibt es jetzt diesmal nicht. Da müssen Sie jetzt drauf verzichten. Fangen wir mal an mit der Kalkulation. Listenpreis 24.000 Euro tragen wir ein. Wir haben einen Rabatt von 10% ausgehandelt, sind 2.400 Euro, ist unser Zieleinkaufspreis 21.600. Ich habe es schon gesagt, ein Skonto ist nicht da. Wenn es ein Skonto gäbe, dann kommt der hier schon in die Kalkulation. Jetzt überlegen Sie vielleicht, Skonto weiß ich doch noch gar nicht, ob ich den bekomme. Das ist richtig, da müssen Sie darauf achten, ob Sie den dann schlussendlich wirklich auch hatten, also ob Sie in dieser Skontofrist bezahlt haben. In den meisten Fällen ist das schon so in den Aufgaben, weil es das auch ein bisschen schwieriger macht, aber man weiß es nicht. Aber in den Kalkulationen wird es eben immer angenommen, dass wir den haben. Falls es also nicht so wäre, müssen Sie diesen Betrag am Ende wieder verrechnen, wieder draufrechnen. Und jetzt kommen wir zu den Anschaffungsnebenkosten. Was gehört alles rein?
Ich habe die Merkregel gleich mal mit aufgeführt. Zu den Anschaffungskosten zählen alle Kosten, die benötigt werden, um den Gegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Achtung, Kosten, die in regelmäßigen Abständen auftreten, zum Beispiel Zinsen, wenn Sie einen Kredit haben, also wenn Sie das Auto nicht mit eigenem Geld bezahlen, sondern das über einen Bankkredit finanzieren, das kommt ja jedes Jahr, diese Zinsen. Genauso wie die Kfz-Steuer, die kommt auch jedes Jahr. Und diese Kosten zählen definitiv immer nicht zu den Anschaffungsnebenkosten. Was hier reinkört, und das ist auch irgendwie bei einem Auto ziemlich klar, ist das Lederlenkrad mit 700 Euro. Das ist das S-Line-Paket. Das ist die Park Distance Control, das Navi und die Überführung. Und es gehört auch dazu die Zulassung, denn ein Auto ist dann eben erst einsatzbereit, wenn man es zulässt. Jetzt sagen Sie ja, wo ist denn der Sprit? Wo ist das Benzin? Das ist, ich finde, immer wieder so ein komischer Fall bei Autos, weil ohne Benzin fährt es nicht, das wissen wir. Aber es ist eben doch ein betriebsbereiter Zustand, wenn alles Sonstige erfüllt ist. Man muss es sich vielleicht auch einfach nur merken, weil ganz so toll zu erklären ist es auch nicht. Aber man kann sich's vielleicht so merken, hier unten steht es nämlich, Kosten, die in regelmäßigen Abständen auftreten, die müssen ja immer nicht rein. Da muss noch ein Komma hin, naja, das verzeihen Sie mir wahrscheinlich. Und dieser Kraftstoff kommt immer wieder, ist klar. Wir müssen immer wieder betanken und deshalb gehört das eben nicht dazu. Okay, jetzt haben wir hier unten den Endbetrag von 28.400 ermittelt und das sind jetzt unsere Anschaffungskosten, aber ich will natürlich noch buchen, denn das ist ja das Komplizierte. Und jetzt geht es nämlich auch gleich kompliziert weiter. Erstmal müssen Sie beachten, die Nummern könnten in Ihrem Kontenrahmen, den Sie verwenden, anders sein. Deswegen habe ich mal dazu geschrieben, was es ist. Wir haben jetzt 0840 Fuhrpark mit 28.300. Sagen Sie, stopp, das war doch gerade 28.400. Aber ich springe zurück. Diese 100 Euro, die bezahlen wir ja selbst bei der Zulassungsstelle. Das wird schon auf das Konto Fuhrpark später noch gebucht. Das müssen wir schon drauf buchen. Aber wir können es eben nicht in dieser ersten Buchung machen, denn die ist ja unsere Rechnung mit dem Autohaus. Und da war eben waren diese 100 Euro nicht dabei. Das machen wir ja an der Zulassungsstelle. Also das heißt, erstmal buchen wir die 28.300, die wir dem Autohaus schulden. Wir müssen die Vorsteuer noch draufsetzen, denn die kriegt das Autohaus, führt sie später dann an das Finanzamt ab. Und wir haben gesagt, wir kaufen es auf Ziel, deshalb Verbindlichkeiten mit 33.677. Und jetzt kommt das, diese 100 Euro, und jetzt schauen Sie, das wird auch auf Fuhrpark gebucht. Hier wird der Fuhrpark mehr mit 28.300 und durch die Zulassung wird er nochmal hochgebucht mit 100 Euro. Und jetzt sind wir, wenn wir das zusammennehmen, es ist ja beides das gleiche Konto, sind wir bei den 28.400. Und nochmal, es muss deshalb separat gebucht werden, weil es eben zwei verschiedene Empfänger sind. Einmal ist das hier die Sache mit dem Autohaus und das ist jetzt die Zulassungsstelle. Und das Ganze geht auch bar, deshalb 28.80 Kasse, die wird ja weniger, deswegen steht sie im Haben mit 100 Euro. Jetzt kommt die Kfz-Steuer, die nicht dazu gehört. Es fällt jährlich an und deswegen gehört es nicht zu den Anschaffungskosten. Und deswegen wird es auch nicht auf den Fuhrpark gebucht, sondern jetzt eben als Aufwand über 70-30 Kfz-Steuer. Jetzt muss ich kurz gucken. Per Bank, genau, steht auch drin in der Aufgabe. Die wird per Bank beglichen. Deswegen steht die Bank hier im Haben 430 Euro. Das war also korrekt. Und als letztes haben wir jetzt das Benzin, und ich habe es vorhin schon erwähnt, das wird über Betriebsstoffe, also Aufwand für Betriebsstoffe gebucht. Hier gibt es jetzt eine Vorsteuer und jetzt springe ich zurück, denn hier bei der Zulassung und bei der Kfz-Steuer gibt es keine Vorsteuer. Das haben Sie natürlich bemerkt. Warum ist es so? Bei solchen Gebühren, die ja schon von staatlicher Seite erhoben werden, wird eben normalerweise eben keine Steuer mehr drauf gerechnet, denn das ist ja eigentlich eine Steuer, das hat ja das ganz sicher und auch die Zulassung ist ja eigentlich nichts anderes als eine Besteuerung und der Staat sagt ja, pass auf, das ist ja schon Geld für mich, da schlage ich dir doch nicht nochmal die Umsatzsteuer drauf, die ja dann wieder für mich wäre. Wir wissen alle, gebrauchen kann das immer irgendwie, aber das passiert eben nicht. Bei Gebühren und Steuern wird keine Mehrwertsteuer drauf gerechnet und deswegen ist sie hier auch nicht dabei. Aber beim Kraftstoff eben schon. Also das heißt beim Benzin und deshalb haben wir hier die Vorsteuer mit 16,67 Euro und das Ganze mit EC-Karte deshalb
per Bank beglichen. Und ich habe jetzt nochmal die Bilanz aufgerufen. Ich springe zurück. Das Auto hat ja jetzt bei Kauf, am Tage des Kaufs, einen Wert von 28.3 plus 100, also von 28.400. Und so wird es dann eben auch in die Bilanz eingebucht. Und später, also am Jahresende, müssen wir jetzt gucken, da wird es weniger, weil das Auto abgeschrieben wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Deswegen habe ich hier auch kein Datum stehen. Denn dieser Fall, den wir hier haben, das ist eben am Tag des Kaufs. In der Aufgabe war jetzt nicht drin gestanden, wann das ist. Da ist es 28.400 wert und am Jahresende müssen wir schauen, wie eben die Abschreibung.